Hi, ich bin der Marc von Spinogy und in diesem kurzen Video möchte ich euch die X22 Motorspindel vorstellen. Ihr fragt euch sicher, was ist die X22? Um das einfacher erklären zu können, habe ich hier auf dem Tisch die Spindel liegen. Die X22 beschreibt die Baugröße. Das heißt, die Spindel baut auf einem modularen Baukasten auf und die Spindel kann frei konfiguriert werden. Alle Spindeln haben eins gemeinsam, nämlich das Gehäuse. Davon ausgehend könnt ihr jetzt die Kühlart variieren. Es gibt eine Luft- und eine Flüssigkeitskühlung. Ihr könnt die Werkzeugschnittstelle variieren. Da gibt es die Spindeln mit manuellem, halbautomatischen und vollautomatischen Werkzeugwechsel. Und es gibt viele verschiedene weitere Konfigurationsmöglichkeiten, wie der Motor, die Maximaldrehzahl oder auch die Sensorik. Ich werde jetzt im Folgenden noch näher auf die Kühlarten eingehen. Danach werde ich mehr zu den Werkzeugschnittstellen erklären und im Anschluss werde ich euch noch etwas zu den verschiedenen anderen Konfigurationsmöglichkeiten erklären. Starten wir mit den Kühlmethoden. Es gibt die Spindeln mit Luftkühlung. Die erkennt ihr hier hinten an dem Aufsatz, denn darin befindet sich ein leistungsstarker 24 Volt Lüfter. Die Spindeln benötigen kein weiteres Kühlaggregat. Das heißt, die Inbetriebnahme ist super schnell und einfach. Ihr müsst keine weiteren Schläuche verlegen. Die Spindeln mit Flüssigkeitskühlung, die wir zum Beispiel hier, hier und hier haben, die sind vor allem für den sehr leisen Betrieb geeignet. Zudem ist die Wärmeabfuhr sehr hoch und das Gesamtsystem ist sehr gut abgeschottet. Jetzt werde ich euch mehr zu den Werkzeugschnittstellen erklären. Die Spindeln mit manuellem Werkzeugwechsel, wie wir sie hier haben, bieten wir mit der ER20 und ER25 Größe an. Hier wird das Werkzeug von Hand gewechselt. Das heißt, das ist die einfachere Lösung des Werkzeugwechsels. Bei den Spindeln mit halbautomatischem Werkzeugwechsel, die auch QTC genannt werden, die haben wir hier. Das QTC steht für Quick Tool Change, wird nicht das Werkzeug gewechselt, sondern die Werkzeugaufnahme. Das heißt, der Werkzeugwechsel ist schon deutlich schneller als bei einer Spindel mit manuellem Werkzeugwechsel. Die Spindeln gibt es einmal mit HSK C25 und einmal mit HSK C32, also mit Hohlschaftkegel. Wie das System funktioniert, werden wir in Kürze in einem anderen Video erklären. Dann gibt es die Spindeln mit dem automatischen Werkzeugwechsel, die wir hier haben. Hier wird das Werkzeug komplett automatisch per pneumatische Betätigung gewechselt. Diese bieten wir mit HSK E25 und mit SK20 an. Hier hat man durch den automatischen Werkzeugwechsel die größte Zeitersparnis. Jetzt werde ich euch noch etwas zu den weiteren Konfigurationsmöglichkeiten erklären. Wir können zum Beispiel den Motor konfigurieren. Der Motor kann in zwei verschiedenen Leistungen gewählt werden. Einmal mit 1,5 kW, einmal mit 2,2 kW. Ihr könnt die Spannung variieren, entweder 230 Volt oder 400 Volt. Oder den Motor gibt es auch mit 2 Pol und 4 Pol. Ihr könnt die Maximaldrehzahl konfigurieren. Dort könnt ihr zwischen 25.000 bis 50.000 die Maximaldrehzahl wählen. Ihr könnt natürlich auch im unteren Drehzahlbereich fräsen. Weiterhin könnt ihr verschiedene Sensorik verbauen. Ihr könnt zum Beispiel Temperatursensoren verbauen an den Lagern, um die Temperatur der Lager zu überwachen, oder einen Temperatursensor am Motor. Weiterhin könnt ihr einen Drehzahlsensor verbauen. Dort gibt es die Möglichkeit eines induktiven Sensors, um einfach nur die Drehzahl zurückzugeben. Oder ihr könnt auch einen Encoder verbauen. Hier könnt ihr dann die absolute Position bestimmen. Ihr seht, es gibt viele verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten der Spindel. Um es euch einfacher zu machen, haben wir sinnvolle Grundkonfigurationen schon zusammengestellt, von der aus ihr die Spindel konfigurieren könnt. Ihr könnt das gerne mal bei uns im Onlineshop machen. Dort haben wir einen Konfigurator. Dort könnt ihr euch eure Wunschspindel ganz einfach zusammenstellen. Das war es erstmal mit diesem Video. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne. Ansonsten geht in den Onlineshop. Dort haben wir auch das passende Zubehör für die Spindeln. Verwendet den Konfigurator, stellt euch eure Wunschspindel zusammen. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Macht's gut. Ciao.